Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Fahrt im Zwangsbremsungssimulator 2022. Ich hoffe, dass ihr alle einen wunderbaren und sehr guten Rutsch in das neue Jahr 2022 gehabt habt. Und ja, wir stehen hier gerade im Bahnhof Hannover. Schaut mal. Und seit einiger Zeit ist ja die S-Bahn Hannover, glaube ich, unterstützt worden oder wird unterstützt von Transdev mit ihren Flirt-3-Fahrzeugen. Und einen solchen Flirt-3, ja, den werden wir heute fahren in Richtung Langenhagen-Pferdemarkt. Die Türen habe ich schon mal jetzt auf der linken Seite versucht freizugeben. Ich glaube, hinten sind sie aufgegangen, ne? Ja, hinten sind sie offen. Hier vorne sind sie wohl nicht aufgegangen. Und warum ist das Signal in die entgegengesetzte Richtung auch gestellt? Naja, das hinterfragen wir jetzt nicht weiter, glaube ich. Wo ist unser Signal? Ja, das zeigt grün. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir an Bord. Und machen unseren Zug soweit abfahrbereit. Genau. Spitzlicht. Fahrtrichtungswende auf vorwärts. SIFA und PZB natürlich. So, dann haben wir das auch gemacht. Jetzt muss ich hier nochmal kurz gucken. Instrument Lights hier. Light Switch for Cap Lighting. War das hier? Nee. Nein. Engine Startup Handle auch nicht. Achso, releasen wollen wir die. Die wollen wir gar nicht. Was ist das hier? Das ist der Zündschlüssel. Den brauchen wir jetzt auch nicht. Der war doch, das war doch hier irgendwo, oder? Ach man, wenn ich das beim Flirt 3 jedes Mal vergesse, das ist so lustig. Ich glaub's einfach, komm, aber wenn wir es jetzt nicht finden, dann ist es auch völlig egal, dann ist es halt so. Wo seid ihr? Oh. Das wollte ich jetzt nicht ausmachen. Ja, dann fahren wir halt heute ohne Instrumentenbeleuchtung. Ich meine, das kann man hier noch anmachen, die Instrument Lights. Genau. Das ist die Pass-Through, Dienstfahrt. Ich hoffe, die Sitzbezüge, die ähneln der Realität genauso. Und genau, dann würde ich mal sagen, gucken wir raus. Türen sind soweit zu. Region Hannover, ich wollte euch das Repaint auch nochmal kurz zeigen, bevor wir losfahren natürlich. SBH, S-Bahn Hannover von der Transdev, wir sind Transdev, LNVG, NWL, Niedersachsen, Winsen-Lur, vielleicht so, S-Bahn Hannover, .de sogar. Hier unten auch schön die Nummerierung. 023163. Informationen zur Bremse, Gewicht und die Länge natürlich. Genau. Und so sieht das Ganze von hinten aus. Gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir an Bord. Und Türen sind schon zu und machen uns auf den Weg. Befreien können wir uns auch. Ich glaube, wir haben aber erstmal eine Ausfahrt mit nur 40. Meine sehr verehrten Damen und Herren, willkommen an Bord der S-Bahn Hannover auf dem Weg Richtung Langenhagen-Pferdemarkt. So. Ah. 80, aber nee, ich vertraue dieser Anzeige da unten links nicht. Hier sind noch so viele Weichen, das ist ja klar. Wir müssen erstmal aus dem weichen Bereich raus. So, ich glaube. Da vorne dann aber. Je nach der Weiche gehe ich dann mal hoch auf die 80. Ja, vor einigen Monaten war ich auch in Hannover und das war echt ein sehr trister Bahnhof. Also irgendwie habe ich das Gefühl, über die Jahre ist der so ein bisschen einseitiger geworden. Also nichts gegen die Hannoveraner jetzt hier, aber so ist das eben.
nur 100 sind angekündigt. Ab hier in 500 Metern sogar schon. Nächste Station, Hannover Nordstadt. Aufstieg in Fahrtrichtung links. So. Na, dann bleiben wir mal hier bei der Tafel stehen für Kurzzug, aber eigentlich sind wir gar kein Kurzzug. Meiner Meinung nach jetzt. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das beim Flat 3 mit den Längen ist. So, na dann. Türen sind aber alle offen, hm? Ja, das sieht gut aus, denn der Türmelder im Führerstand ist ausgegangen. Ah ne, hier hinten nicht. Schade. Hier die Treppe? Ach, hier ist die Treppe. Ich dachte, die wäre sogar noch ein bisschen weiter hinten am Ende unseres letzten Zugteils, aber falsch gedacht. Deswegen habe ich auch hier vorne gehalten, weil ich nicht wollte, dass die Fahrgäste so weit laufen müssen. So, noch sind wir in der 1000-Hertz-Überwachung. Da können wir natürlich jetzt nichts machen. Da müssen wir mal kurz warten. Ich wollte gerade schon beschleunigen. Aber es wäre nicht gut ausgegangen. Na, jetzt sind wir aber hier wirklich die ganze Zeit in der 1000-Hertz-Überwachung gewesen. Der hat mir nicht mal hier gegönnt. Wahrscheinlich war der Weg zu kurz. Okay. Das haben wir vorher uns schon befreien können. Zumindest ab dem 500-Hertz-Magneten hätten wir eigentlich rausgekonnt, aber naja, egal. Dann gehen wir mal hoch auf unsere 80. Die jetzt schon keine 80 mehr sind. Ihr könnt mir übrigens mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr so gemacht habt am Silvester. Ich war draußen, natürlich schön Corona-regelkonform. Und ja, ein bisschen im engeren Kreise das neue Jahr eingeleitet oder eingeläutet. Wobei ich diesmal nichts verschossen habe. Wie immer wurde ich abgeschossen. So. Aber was da teilweise hochging, Freunde, das war nicht mehr lustig. Also, das waren so laute und dumpfe teilweise und auch sehr klare Knalle. Aber wirklich sehr laut, wo ich mir schon dachte, Junge, das ist doch jenseits von legal. Wobei ich bin auch mal dafür, wenn man ein bisschen das ein oder andere Böllerchen von anderswo hochgehen lässt. Ja, ist jetzt nicht so das Problem. Aber das war schon echt ein bisschen heftig. Also wenn du so eine Druckwelle hattest, müssen ja bremsen, dass du so einen weißen Blitz gesehen hast, dann sage ich nur so, das ist vielleicht doch ein bisschen too much. Also wenn du auch irgendwie 100 Meter weg standest, also so. Nächste Station, Ledeburg. Aufstieg in Fahrtrichtung links.
Ja, wieder nicht alle Türen offen. Bin mal gespannt, welche mir der jetzt heute nicht geöffnet hat. Ach komm, die letzte, als ob er die letzte jetzt nicht geöffnet hat. Junge, Train Simulator, hier sind doch noch 100 Meter Bahnsteig gefühlt und du machst jetzt einfach nicht die Dings auf. Das gibt's ja kaum. Vor allem, Ledeburg ist ja auch so unglaublich lang, sehe ich gerade. Kann es irgendwie sein, dass dieser Bahnhof mal ursprünglich für Intercities oder sowas gedacht war, falls es jemand weiß. Wäre sehr interessant zu wissen. So, nächste Station, Finnhorst. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Oh, ich glaube, das Vorsignal war einfach gerade dunkel. Ups, das wollte ich gar nicht. Probieren wir mal, dass wir alle Türen aufkriegen hier. Habe ich jetzt schon wieder gerade versehentlich die Notbremsung drin gehabt? Beziehungsweise die Vollbremsung. Ja, jetzt sind aber alle Türen offen. Na, dann passt das ja. Wartet mal, jetzt will ich mal kurz schauen. Warst du hier gerade dunkel oder habe ich mich nur verguckt? Ah, du bist wirklich tot. Ach nee, da oben, okay. Verstehe. Haben wir gerade ein paar Krähen gehört. So, Türen sind zu. Und los geht's. So, na dann Langenhagen Mitte erreichen wir jetzt. Und dann als nächstes noch Langenhagen Pferdemarkt und dann haben wir alle unsere Stationen heute erfolgreich erreicht. Nächste Station, Langenhagen Pferdemarkt. Der Aufstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts. Junge, der Füller 3 bremst aber auch so unglaublich gut, das muss ich dem echt lassen. Also damit kann man schon echt wenig falsch machen mit der Bremse.
Jawohl, hinten wieder die Türen einfach. Ja, das macht ja auch gar keinen Sinn. Also die geht nicht auf. Und die geht nicht auf, aber die mittleren gehen auf. Ja, was ist denn jetzt hier am Bahnsteig, dass die Türen nicht aufgehen? Also wirklich. Ich glaub's einfach kaum, ja. Nächste Station, Langenhagen Pferdemarkt. Dieser Zug endet dort und fährt weiter als S4 Richtung Hildesheim. Wir bedanken uns für alle Fahrgäste bei allen Fahrgästen, die heute hier mit uns mitgefahren sind und wünschen Ihnen noch einen angenehmen Tag und bleiben Sie gesund. Der Aufstieg in Langenhagen Pferdemarkt befindet sich in Fahrtrichtung links. So, gut, meine Damen und Herren, dann haben wir das doch mal hingekriegt hier und können die Türen auf der linken Seite freigehen. Dann machen wir mal schnell das Schlusslicht an. Kann ich das überhaupt von hier oder muss ich dafür einen anderen Fahrtrichtungswender reinsetzen? Ja, Mist. Nein, wie kriege ich denn das Schlusslicht an? Fuck. Ups, das sagt man natürlich nicht. Ja, schwieriges Thema. Schade, ich hätte es gerne noch angemacht, aber ich habe beim Flirt 3 keine Ahnung, wie ich das Schlusslicht anmachen kann. Also hätte ich wahrscheinlich einen anderen Führerstand gemusst. Na gut, der Kollege übernimmt ab hier und fährt dann Richtung Hildesheim zurück. Und ja, dann würde ich sagen, haben wir dieses Repaint doch schon mal erfolgreich in Action gehabt. Beziehungsweise haben wir eine Schicht erfolgreich auf der S-Bahn Hannover mit den Flirt 3 Fahrzeugen absolviert. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Fahrt wieder, meine Damen und Herren. Bleibt wunderbar gesund und ja, vielen Dank fürs Mitfahren heute. Hatte 2 Tage jetzt ein bisschen Pause gehabt und ja, dann sehen wir uns. Bis zum nächsten Mal. Bleibt alle schön gesund und vielen Dank fürs Mitfahren heute. Ciao.